Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband versorgt derzeit 1,1 Millionen Kunden mit dem Lebensmittel Nummer 1, nämlich Trinkwasser. Dieser Trinkwasserbedarf ist in den letzten 20 Jahren um 20 Millionen Kubikmeter auf 85 Millionen Kubikmeter gestiegen. Dieser gestiegene Wasserbedarf ist auf einen Mehrbedarf bei Industriekunden, auf einen erhöhten Anschlussgrad der Landwirtschaft, aber auch auf Bevölkerungswachstum zurückzuführen. Dieser Trend des Wachstums wird sich weiter fortsetzen, nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels. Daraus ergibt sich eine Drucksituation für die Wasserwirtschaft. Die Infrastruktur muss schneller angepasst werden. Dazu gehört es auch, alternative Wasserressourcen in den Blick zu nehmen. Deshalb beteiligt sich der OWV am Projekt BeWaterSmart. BeWaterSmart ist ein von der Europäischen Union mit 15 Millionen Euro gefördertes Projekt, koordiniert vom IWW Zentrum Wasser, in dem wir gemeinsam mit 36 Organisationen europaweit Lösungen für eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft in Küstenregionen entwickeln und auch in der Praxis testen. Der OOWV hat sich entschieden, an diesem Projekt mitzuwirken und in seinem Verbandsgebiet als eine von 6 europäischen Fallstudien Lösungen zu entwickeln für eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft in der Region. Ein Fokus dabei liegt auf der Nutzbarmachung alternativer Ressourcen als Ersatz für die Verwendung von Trinkwasser, vor allem in der Industrie. Auf der anderen Seite entwickeln IWW und OOWV gemeinsam digitale Werkzeuge, um die verfügbaren Wasserressourcen in der Region optimal zu nutzen. Wir produzieren an allen unseren Wasserwerken aus Grundwasser Trinkwasser. Dieses Trinkwasser wird dann für alle Nutzungszwecke eingesetzt, vom Trinken bis zur Toilettenspülung oder auch in vielen verschiedenen industriellen und gewerblichen Prozessschritten. Und genau hier setzen wir mit unserem Projekt BeWaterSmart an, um Grundwasser- und Trinkwasserressourcen für zukünftige Generationen zu schützen. Ein Beispiel ist diese Pilotanlage. Hier wird Brüdenkondensat eingesetzt zur Substitution von Trinkwasser. Am Standort Edeweg des Deutschen Milchkontors verarbeiten wir ca. 1 Milliarde Kilogramm Milch zu Butter und Käse. Aus der anfallenden Molke stellen wir Molkekonzentrate und Molkenpulver her. In den einzelnen Verfahrensschritten entziehen wir der Milch oder der Molke einen Großteil des Wassers. Ein Großteil dieses Wassers nutzen wir schon zu Verwendungszwecken wie Spülen, Reinigen und sonstigen Aufgaben. Im Zuge des EU-Förderprojekts BeWaterSmart versuchen wir jetzt über einen Zeitraum von 3 Jahren aus den entzogenen Brüdenkondensaten Wasser mit Trinkwasserqualität herzustellen. Mit diesem Verfahren sehen wir die Chance, ca. 600.000 Kubikmeter Frischwasser im Jahr einzusparen. Die Pilotanlage für die Brüdenaufbereitung wurde vorab schon getestet. Wir sehen hier 2 Module, in denen die verfahrenstechnischen Anlagenbestandteile aufgebaut sind. Wir haben einmal die biologischen Prozessbestandteile und hier die Membranbestandteile. Im Außenbereich hatten wir bereits die Bioreaktoren gesehen. Hier im Innenbereich des ersten Moduls befindet sich die gesamte Maschinen- und Pumptechnik für die Anlage. Der gesamte Membranteil der Anlage ist gemäß den Standards der Lebensmittelindustrie komplett in Edelstahl ausgeführt. Die Aufbereitung von Brüdenkondensat ist in den meisten Molkereien in Deutschland und darüber hinaus ein sehr gefragtes Thema. Mit der Demonstration der Machbarkeit erhoffen wir uns eine breite Akzeptanz im Markt. WaterSmartness begrenzt sich aber nicht nur auf die Fragestellung, wo können wir Wasser in mehreren Kreisläufen wiederverwenden, wo können wir Brauchwasser einsetzen. Um so etwas entwickeln zu können, so eine Vorhersage machen zu können, brauchen wir natürlich Nutzerdaten, Kundendaten zum Verbrauchsverhalten, zum Nutzungsverhalten. Das heißt, wann wird wie viel Wasser benötigt? Und um das herauszufinden, müssen wir Durchflussmessungen vornehmen. Nicht bei jedem einzelnen Kunden, aber in sich homogenen, abgeschlossenen Kundengruppen, sodass wir wirklich für verschiedene Kundencluster verschiedene Vorhersagen entwickeln können. Basierend auf solchen Verbrauchsmessungen, die der OOWV an ausgewählten Standorten in der Stadt Lohne durchführt, entwickeln wir vom IWW dann ein Tool zur Prognose des kurzfristigen Wasserbedarfs. Dafür nutzen wir neben den gemessenen Wasserverbräuchen auch demografische Daten zu den betrachteten Kundengruppen und in Kombination mit zum Beispiel Wetterdaten und anderen statistischen Kontextinformationen lassen sich daraus Muster
über den täglichen oder auch jahreszeitlichen Wasserbedarf ableiten. Auf dieser Basis entwickeln wir in BeWater Smart dann ein Vorhersagetool, das es dem OGV ermöglicht, seine Wasserwerke noch besser auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten und auch bedarfsorientierter zu steuern.